Herzlich willkommen im Gaming Room von SmackBoom zu einer weiteren schaurigen Öhrnacht. Ja, mit Jörn. Mit Björn. Ja. Und wir spielen The Medium. The dead girl. Nein, nicht ein totes Mädchen. Tote Mädchen lügen nicht. Oh Gott, Alter, es geht voll ab. Die lebt doch aber. Ja, die lebt noch. So, Björn fängt jetzt an, damit er nachher, wenn die gefährlichen und gruseligen Sachen kommen, mir schreiend das Kontrollpad in den Schritt hört. So. Okay. Ah! Hast du schon Angst? Nö, ach Quatsch. Ich bin nur ein harter Hund. Ich habe keine Angst. Er hat keine Angst. Das Mädchen hat aber Angst. Das ist übrigens das erste Next-Gen-Exclusive Xbox-Spiel. Okay. Das gibt. Bis jetzt gab es. Das müsste das wirklich das erste sein. Also mir fällt kein anderes ein. Oh, warte, da passiert irgendwas? Na, hier. Das ist Arya Stark. War der Ton ein bisschen zeitverzögert? Das sah mir so aus, ja. Okay. Man sieht aber auch, dass es ein Polen spielt. Der hat hier so eine russische Makarov-Pistole gehabt. Ach so, ich dachte, dir ist aufgefallen, dass die Knarre geklaut ist. Nee. Ey, aber das Mädchen sieht auch wirklich ein bisschen wie Arya Stark aus, oder? Ja, ein bisschen. Noch in der ersten Staffel. Okay. So. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon. Scent of pines. And then ich kann sie ganz schnell verstehen. The gunshot. Echt? Jetzt. Ja. Die ist ganz schön dreckig im Gesicht. Was geht da ab? Ich glaube, die hat Sommersprossen. Nein, die hatte Dreck im Gesicht. Nein. Die hat doch dreckige Hände, ja. Du Vogel. Sie hat ja auch Sommersprossen an der Pfote. Ja, das sind doch keine Sommersprossen. Ja, die ist dreckig. Du Vogel, ey. Da geht er wieder direkt auf Aggressionskurs. Das ist nur dein Klappstuhl und schlägt auf mich ein. Genau. Vielleicht beschmeißt du dich mit ihren Sommersprossen. Ja, ich beschmeiß dich gleich mit meinen Faustschlägen. Oh Gott, guck mal hier. So, deshalb hat die so schmutzige Flupper. Finger, das ist ganz rußig. Mit wem redet die? Ganz rußig, die raucht einen nach anderen, die lötet auch immer wieder. Die hat 20 Schachteln schon. Aha. Nun gut, okay. Sehr mysteriös. Ich werde direkt in das gruselige Szenario hineingezogen. Das sieht immer ganz cool aus. Ja. Das ist nicht eins von diesen Spielspielen, oder? Weiß ich nicht. Spiel in Spielen. Meinst du Meta oder was? Oder wie? Nee, ich meine, dass man auch mal spielen kann. Ach so, ja. Ich glaube, das ist eher sowas wie diese Don't-Not-Spiele oder Telltale-Games scheinbar. Das sieht im Moment so aus. Die redet halt, das ja, ist das ich Intro. Ja, ich weiß, das ist das Intro. Von dem wir nichts mitgekriegt haben, weil wir wie Waldorf und Stettler die ganze Zeit nur meckern. Ich lese ja da unten, was da steht. Aber warum heißt sie Marianne oder Marianne? Das ist doch in Polen, die müsste doch Mariana heißen, oder? Vielleicht ist sie zugezogen. Finde die Krawattenklammer. Ah ja, das sind die Tasks, die Björn in einem Horrorspiel noch schaffen kann. Guck mal, da leuchtet was. Ja. Ah, das sieht mir nicht nach einer Krawattenklammer aus. Oktober, zweiter Tag der Schutzengel. Drittens Begräbnis um 10 Uhr, viertens Ultraschall, siebtens unsere liebe Frau vom Rosenkranz, neuntens Biopsie, zehntens Paket an Marianne schicken. Ultraschall. 14. Termin beim Neurologen, 16. Begräbnis um 12.30 Uhr, 18. Ultraschall, 22. Termin beim Neurochirurgen, 23. Begräbnis um 9 Uhr, Begräbnis um 11 Uhr, 27. Marianne vom Bahnhof abholen, November 1. aller Heiligen, 2. aller Seelen, 5. Operation. Gut, okay. Also zweimal Ultraschall und Operation, ja? Ich muss mal ein bisschen, nicht wundern, ich glaube mal ein bisschen den Sound höher hauen. Jetzt hört man ihre Schritte auch. So mache ich auch mal Türen auf. Ah, guck mal da. Ey, das ja, hol die Katze. Der Controller hat auch vibriert. Yeah. Nice to see you too.
Das sage ich auch immer zu meinen Katzen. Ja, auch schön, dich zu sehen. Es ist tatsächlich ein bisschen strange. Es ist tatsächlich so, und das finde ich eigentlich ganz witzig, so eine Hommage an die alten Resident Evil. Da leuchtet doch ein Punkt so. Geh doch erstmal zur Katze. An die alten Resident Evil und Silent Hill Spiele. Denn es steuert sich tatsächlich so. Diese Panzersteuerung. Nein, es ist keine Panzersteuerung mit nach vorne drücken, aber wegen der Kamera bist du immer erst verwirrt, wo irgendwas ist gerade in dem Moment. Wobei ich glaube, dass das bei Silent Hill gar nicht so war, oder? Das war nur bei Resident Evil, oder? Bei Silent Hill gab es auch eine feste Kamera. Ja? Da hast beim ersten keine, Teil? Da hast du doch keine freie Kamera gehabt, oder? Nein, doch. Mit der Katze kann ich nichts machen. Was ist das denn? Man kann mit der Katze nichts machen. Er ging ein Funeralhaus und ich helfe aus, wenn ich konnte. Es fühlte gut, zu sein. Ist sie gläubig oder ist es nur, weil sie so erzogen wurde und dachte, das gehört sich so, das Kreuz und Ähnliches dahin zu hängen? Das kann ich dir nicht sagen. Falls du gleich einen Lötkolben findest, dann geh nochmal zu der Katze. Krass, ne? Es gibt immer nur eine Sache zum Angucken, ne? Ich glaube, da, genau, da ist noch was weiter unten. Da wird die Krawattennadel drin sein, oder? Ne, die fehlt. Unglaublich. Ich würde jetzt aufgeben zu suchen. Ja, ich bin jetzt schon weg, ey. Einblick. Okay. LB ist links Button. Da, guck mal hier. Da habe ich doch den Einblick, ey. Ist Einblick ist irgendwie ein komischer Ausdruck, guck mal, oder? Da ist sogar die polnische Flagge drauf. Aber ist das nicht ein komischer Ausdruck? Einblick? Ich hab den Einblick. Na, schon ein bisschen okay. Komisch. Okay, rotieren. Okay, kann ich noch irgendwas damit machen? Ich kann die kombinieren. Ich kann jetzt A oder X zum Kombinieren mit Schlüssel kombinieren. Klappt nicht. Nöp. Kolossen Zaun. So, finde die Krawattenklammer haben wir geschafft. Ja, spielst du durch. Wundervoll. Gelange zum Bestattungsinstitut. Ah, okay, klar. I think that's it. Gucken uns aber erstmal noch ein bisschen in der Bude um. Ja, auf jeden Fall. Ja, was haben wir hier? Nee, das ist der Ausgang, oder? Nein, warum? Jetzt gehst du schon runter bestimmt, oder? Nee, doch nicht. Das ist Schlafzimmer, okay. Ich wusste, dass er das Schlafzimmer ist. Das habe ich gespürt. Ja, ja. Björn kennt sich aus, wenn es um sowas geht. Ja. Ich used to have a thing for him. Don't know why, really. Oh, weil Schmetterlinge so schön sind. Es ist komisch, dass die Art, wenn man außerhalb dieser Bildschirme ist, dann ist sie voll leise. Und wenn man dann in die POV geht, dann ist es recht laut, was sie erzählt. Not all of them had my luck. Okay, sie ist eine Weise, ja. Okay, scheinbar kann ich hier gleich noch, wenn sie fertig ist, mit Labern was angucken. That was the least I could do. Oder habe ich mir genau das schon angeguckt hier? Ich meine, ja. Ja, aber die hat doch von selbst angefangen, das zu sagen. Ja, dann drück doch mal drauf. Nee, guck mal hier. There was a time I'd try to run from. Ist sie das? Sie hatte eine schöne Frisur als Kind. Sie sieht aus wie ein kleiner Junge, oder? Die sieht aus wie mein Cousin früher in den 80ern. Und, weiß ich nicht. Das ist irgendwie strange. Naja. Naja, gut, okay. So, dann haben wir hier. Oh, hier gibt's was zu lesen. Sehr geehrter Mr. Orkan, wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einem der Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Mariannes Art war, ihren Mitschüler zu trösten, aber Ihnen ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten, gelinde gesagt, unangemessen ist. Da dies nicht das erste Verhaltensproblem ist, über das wir Sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit Ihnen über Mariannes Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Der Direktor der Grundschule Nummer 7. Sophia Kania. Ey, das ist voll witzig. Ich kannte früher auch jemanden, der mit Nachnamen Kania hieß. Also boah, scheinbar, ja, aber scheint ein gängiger polnischer Name dann tatsächlich zu sein. Puh, ich hoffe, ich kann heute Nacht einschlafen nach der Geschichte. Aufnahmekarte für die Intensivstation. Vorname Marianne, Alter 3. Warum liegen da so Sachen offen, die über sie sind, als sie 3 ist? Erste Diagnose Verbrennung zweiten Grades, die 35% der gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaßen bedecken. Verdacht auf Inhalationsverletzung. Aha. Wie ist das mit dem zweiten Grad? Inwieweit bleiben der Narben zurück? Ich glaube, zweiter Grad ist schon recht ordentlich. Ja, weil dritten Grades ist ja schon... Ja, eigentlich schon höher als 2, ne? Ja. Für noch was, ne? Da ist sonst nichts mehr. Ich glaube, wir haben hier alles.
haben wir hier noch? Guck mal hier. Puff. Da. Kann ich nicht weitergehen. Aber ich versuch's trotzdem. Ist auch interessant, dass das an ihrem Bewegungsablauf überhaupt nichts verändert. Nee. Das fand ich an Computerspielen schon immer sehr faszinierend. Oh, da links kannst du irgendwas machen. Ja, aber da, das ist, glaube ich, die Tür. Ja, das könnte. Da, aber da ist das Katzenfutter. Aber es gibt der Katze immer was zu fressen. Haben wir nicht. Müssen wir wahrscheinlich erst irgendwo rausholen. Hier aus der Spüle. Da wird doch immer Dreckiges drin. Da, da ist doch Katzenfutter. Sieht sehr nahrhaft aus, sagt sie. Sieht sehr. Kotschi-Takotschi. Ich finde geil, dass da so eine Wildkatze drauf ist. Sind noch was? Das ist, so sehen sich alle Hauskatzen selber. Muss ich das erst zubereiten? Ne? Rainer mit. Katzenfutter. Kotschi. Da kommt sie schon. Herr, Moment mal. Hau mal rein. Hau mal rein, mein kleiner Lümmel. Schön, dass du immer noch hier rumhängst. Kriegen wir irgendwo ein Messer, damit ich die Katze jetzt abstechen kann? Hungriges Kätzchen. Warum ist das denn auf Englisch? Kleines Kätzchen, raue Zunge. Kleines Kätzchen, raue Zunge. Das symbolische Begräbnis des Bergwerks Sierschas. Die Bergleute aus dem Bergwerk Sierscha kamen heute wie üblich zur Arbeit, aber statt Taschenlampen und Spitzhacken trugen sie einen schwarzen Sarg mit brennenden Kerzen. Ein Symbol für den Untergang ihrer Firma. Wow, die arbeiten sehr metaphorisch. Dies ist nicht der erste Tod unserer Mine, skandieren die Mitglieder des Bergwerks Rettungskomitees von Sierscha. Unsere Arbeit wird nicht begraben werden. Der Sarg ist für das Kohleunternehmen Vistula, fügen sie hinzu. Die Bergleute haben außerdem angekündigt, dass sie morgen wie gewohnt zur Arbeit kommen werden. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass das Bergwerk Sierscha aufgelöst wurde. In der Zwischenzeit protestieren ihre Kollegen weiter vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Tüchi, indem sie vor dem Eingang eine symbolische Mauer hochziehen. Jeden Tag wird eine weitere Steinschicht verlegt, bis zur Decke bleiben noch 5 Schichten. Der neue bla bla bla, oder? Jetzt mal ohne Scherz. Ich hab mir schon ein bisschen gelöst. Boah, das ist nicht mal Worldbuilding. Aber da stand was von Bill Clinton, hast du gesehen? Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Weil im weiteren, am Absatz weiter unten stand das Präsident Bill Clinton und dann irgendwas. Also spielt das in den 90ern? Mhm. Jack. Guck mal, Alter, jetzt mal ohne Scherz, die Mülltonne da unten, vor der ich jetzt vorstehe, ne, die hinter unseren Köpfen. Die schwebt, ist, ne? Die ist gemalt, guck dir das doch mal an. Die ist so richtig so mit Pinsel gemalt, oder nicht? So. Die sieht doch ganz jetzt komisch aus. Jetzt kann man sie richtig sehen. Jetzt bist du im Weg mit. Ja, oh, hier gibt's viel. Mariana. Lass mal das hier. How to develop photos. Photo for 5 seconds. Multigrade for 3 seconds. Aha, okay. Achso, kann man ja auf Deutsch mal Foto für 5 Sekunden belichten. 3 Sekunden Multigrade. 3 Sekunden Stoppbart. 3 Sekunden Fixiermittel. Okay. Das, sag nicht, das muss man machen. Er kann da sowas nicht automatisch passieren. Das sind doch Aufgaben, die möchte ich doch als Spieler gar nicht in so einem Spiel machen. Das nervt doch einfach nur. Okay, jetzt gucken wir erstmal, was ist das hier alles. Ich weiß gar nicht, was das alles sein soll. I guess I forgot about this one. Ja, wir müssen jetzt das Foto machen. Was ist das hier? Okay, also müssen wir als erstes 5 Sekunden belichten. 5 Sekunden belichten, also hier jetzt erstmal das Foto hin, ne? So. 1, 2, 3, 4, 5. Achso, das. Ich hätte jetzt gedacht, dass das von selbst hier was macht, aber scheinbar nicht. Okay. I missed my window. Ja, jetzt ist es überbelichtet. Jetzt nehmen wir ein neues. Okay, aber ich höre gerade, da läuft auch ein Takt. Also man kann dem nachgehen. Warte, so. Warte. Aus, genau. Sehr schön. Belichtetes Foto, alles klar. Okay, jetzt muss es für 3 Sekunden... Ja, halt von links nach rechts jetzt, oder wie? Also ich würde sagen von rechts nach links, weil das Belichten ja auch hier startet, oder? Also würde ich jetzt drauf tippen. Aus. Mhm. Aus, ja. Ist klar. Photo I took of you, Jack. Aha, okay. Ist Jack eigentlich ihr Ziehpapa, der sie aus dem Waisenhaus geholt hat? Kann gut sein, ne? Würde ich jetzt mal tippen. Oder ihr Sugar Daddy. So. Ja, sonst ist nichts mehr aus der Tür. Links. Ah, rechts ist noch das Bad, ne? Ja. Können wir noch auf den Pott gehen? Ja, mach mal groß.
Da ist nichts mit? Okay. Ja, bei, früher konnte man bei diesen Spielen, wenn man die richtig gedreht hat, die Sachen dann auch teilweise noch öffnen. Auch in so einer schönen Animation. Wird vermutlich hier doch bestimmt auch sein mit irgendwelchen Dingen. Okay, jetzt tatsächlich sonst nichts weiter. Wo kann ich eigentlich... Warte mal ganz kurz, ich will einmal nur was testen. Okay, wenn ich auf links auf Select drücke. Aber wo sieht man denn... Ach, da oben rechts steht's. Verabschiede ich von Jack, gelange zum Bestattungsinstitut. Alles klar, gut. Da steht dann, was man machen muss als nächstes. Das war, ich habe mich gefragt, woher man weiß, was man als nächstes machen muss. Sie lässt ihre Wohnungstür erstmal offen. Polen, da passiert nichts. Was? Wo muss ich denn? Ich hätte jetzt von naturgemäß erstmal gesagt, wir müssen da lang eigentlich, ne? Aber wo müssen wir denn jetzt lang? Da geht's in den Flur, okay. Dann ja, gehen wir ist, doch. Das ist schon richtig. Ja, warte, oder? Ja, aber dann gehen wir doch mal hier hin einmal. Kann ich eigentlich irgendwie rennen? Nee. Vielleicht in verschiedenen, in anderen Bildausschnitten. Ja, okay, das gibt vielleicht. Das war Einblick erhalten. Meinst du, ey, sollen wir nochmal reingehen? Das Spiel ist doch von dem Macher von Blair Witch. Vielleicht können wir die Katze ja auch haustieren. Haustieren? Ja, aber wenn wir wieder kommen, ist die Katze eh nicht mehr da, weil wir die Wohnungstür offen gelassen haben. Das ist ein Freigänger. Hier liegen Kippen rum. Oh, die Katze ist mir scheißegal, die hat ja nicht mal einen Namen. Ja, die wurde wahrscheinlich nur das erste Mal seit Wochen gefüttert. Ich wüsste ganz gern, wie man rennt. Geht nämlich bis jetzt. Ich wette, das geht erst in verschiedenen Szenarien und hier geht das noch nicht, weil das noch der Prolog ist, wo man, wo alles sicher ist. Kann ich mit dem Okay, sie hatte wohl mehrere. Oh, ich spüre den Regen auf mir. Also das vibriert. Interessant. Ach, guck mal, hier ist noch was zum Gucken. The Last Goodbye, Funeral Home, okay. Sie wohnt auch da im Haus? Wie geil ist das denn, ey? Passt nicht auf, ne? Das wurde gerade, hat sie das schon gesagt. Ja, habe ich nicht aufgepasst. Ich hab vergessen, wo ich hin muss. Die Katze hat mich abgelenkt. Ich glaube, ich muss nach oben. Ja. Kann ich auch die Treppen hochgehen? Das geht nicht. Ist hier vorne noch irgendwas? Ja, guck mal. Yeah. Who doesn't? Need to get out. Ah, okay. Ich konnte es echt nicht lesen. Aber es liegt daran, weil ich nicht lesen kann. Das ist ja nicht so schlimm, dafür bin ich ja hier. Okay, hier vorne ist auch nichts. Als Björn gerade die Sachen vorgelesen hat, der hatte so einen Knopf im Ohr und jemand hat mir das vorgekaut. André. Da unten, ja. Ah, dafür brauchen wir den. Die macht immer so. Boah, viel geiler wäre jetzt, wenn da stehen würde, dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Wollen Sie ihn wegwerfen? Das finde ich ziemlich geil. Da rein oder erstmal hier rum? Ja, das ist jetzt ein Ratespiel, weil die Frage ist, wo Jack liegt. Hier ist die Kapelle. Mein Gott, jetzt fängt schon an hier, der Kamera-Bullshit. So, hier ist die Rechnung. Jetzt mal Adam Novak. Jetzt mal schreddern. Adam Novak. Oh. Mutter Hanna. Vater Stanislav. Todesursache Autounfall. Oh. Warum ist da nicht angezeigt? Okay, Frisur gehörte nicht zur Dienstleistung. Er hat nicht noch eine extra Frisur bekommen. Ah. Na gut, dass ich hier rumlaufe. Übrigens, sie arbeitet dort, ne? Also sie ist scheinbar Leichenbestatterin. Und sie hat irgendeine spezielle Gabe auch die ganze Zeit, aber noch... Einsicht. Ja. Sie ist sehr einsichtig. Sie deutet selber immer erstmal nur an, dass sie eine hat, aber nicht worum es geht. Nur, dass Jack der Einzige war, der es als Gabe... statt als Fluch ansah. Okay, hier geht's nicht weiter, wir können nur da rein. Achso, wir wären gerade gar nicht reingekommen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weil wir diesen Schlüssel brauchen. Und diese Gabe, die wird ja wahrscheinlich später zu diesem Gameplay-Mechanismus führen. Nehme ich an. Werden wir sehen. Wenn sie hier eine weitere Tür aufgeschlagen hat. Das wäre geil, wenn sie die Ich muss wirklich sagen, also spielt sich jetzt nicht schlecht aus, ne? Und es ist ja auch recht aufwendig, hat Raytracing, alles drum und dran, alles, was wir hier nicht sehen. Aber technisch ist es echt sehr altbacken, dann teilweise wiederum, wenn ich mir reinziehe, wie so Menüführung ist oder wie die Figur selbst von der Animation her ist. Also sie ist ja schon sehr stocksteif.
bin ich dann doch etwas verwunderlich. Sofort zurück. Da sowas wie die Tür so aufschmeißen, bin ich dann doch etwas komisch. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Okay, hier gibt's nichts. Ich empfinde nichts. Nirgendwo was zum Anwählen. Ja, ist okay. Da Jet drin? Das ist ja natürlich krass, wenn man in einem Stattungsinstitut arbeitet, aber jemanden, der einem so nahe steht. Ich muss ihn tatsächlich selbst rausziehen. Das ist keine Animation, das war jetzt Mechanik. Bezeichnet. Na, hallo. Ja, was hast du denn da? Also, okay, jetzt kommt die Krawattenklammer da dran. Hä? Er braucht erst eine Krawatte. Ah. Aber wo kriegen wir denn die Krawatte jetzt her? Liegt hier irgendwas da, im Raum? Ah, da liegt sie. Ja, okay. Das ist aber keine schöne Krawatte. Nee. Aber gut, vielleicht sieht sie mit der Klammer besser aus. Jetzt ist es schick, doch. So wie du es gewollt hättest. Guck mal da, Jack. Deine Lieblingskrawatte. Da wünscht man sich doch glatt tot zu sein. Ja, echt mal. So ein süßes Mäuschen, der Jack. Das ist jetzt viel lauter wieder, oder? In der Tat. Manchmal ist sie ein bisschen leise. Oh, jetzt ist sie... Oh, jetzt hast du, glaube ich, gerade kurz weggeguckt. Sie ist gerade ganz kurz bevor der Bildwechsel kam, ist sie verschwunden. Du bist sicher, dass es kein Bug war? Es war ein Bug. Ach so, okay. Ich dachte, jetzt soll zum Spiel dazu. Nein, nein, das war ein Bug. Mein Bug, dein Bug. Da kommen direkt so Cyberpunk 2077 Vibes. Das Spiel kommt ja auch aus Polen. So wie Cyberpunk. Auch bisher, also bis jetzt finde ich es gar nicht so schlecht. Ich mag ja solche langsamen Erzählweisen bei Spielen, so dieses Life is Strange, Tell Me Why Dings. Finde ich immer ganz nett. Ja, ich finde gerade für ein Horrorspiel kann es sehr wertvoll sein, weil es viel aufbaut. Was passiert jetzt? Manu! Ja, mir ist es egal. Sag Bescheid und dann übernehme ich. Nee, ich mach noch. Aber gerade kann ich nichts machen. Ganz nervös jetzt. So. Du hast Jack für seine... Siehe nach oben finde ich besser. So. Ja. Wäre geil, wenn es so ein Übersetzungsfehler wäre und das da stehen würde. Siehe nach oben. Und du kannst halt nicht nach oben gucken. Wie geiler fände ich, wenn du nach oben gucken würdest und dann wird das auch so durchgestrichen werden. Gut so. Oh. Direkt Horror-Sound. In Ruhe. Ja, ein sehr langsamer Herzschlag. Die Tür geht zu. Da geht doch etwas nicht mit rechten Dingen zu. Ich geh jetzt rein, ne? Alter, da war ein Schatten, hast du gesehen? Hier rechts gerade. Tja, wer war das? War es eine Art Dämon? Miezekatze. Oh, da erschreckt er sich wieder, weil eine Miezekatze ins Bild kommt. Business Katze. Aber jetzt ist es schon soweit, ja? Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. Marianne? Marianne, are you crying, my child? Verrückt. Die Idee finde ich ganz gut. Ich auch. It's fine. Ist geil, wie ihre Lederjacke jetzt aussieht. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? Ein klein bisschen Pilzbefall. Ich finde ihn gerade ganz krass, weil er diese Maske auf hat und das Ganze dadurch etwas grotesker wird. Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... Let it go. It's not important. You are crying.
What's wrong, dear? Das muss ja verstörend sein. Wir reden auch die ganze Zeit immer sehr flüsternd, ne? Ja. Das ist ja echt unfassbar. Es scheint ihr ja nicht sehr komisch vorzukommen. Das ist wohl ihre Gabe, ja? Davon würde ich jetzt ausgehen. Also, dass sie das ja auch schon weiß, dass das genau, ihre Gabe ist. Ich habe ja gerade schon die Hypothese gehabt, ja, ja, dass eben so ist. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right? Ja, das ist ja schon recht aufwendig dann auch, ne, vom Spiel her. Also das sind ja zwei verschieden gerenderte Szenen. Also wenn da so ein paar Ruckler drin sind, nicht wundern. Never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. Wenn jetzt da links einer um die Ecke guckt, so, ja, ich geh mal, ne? Alright, Jack. Hey, oh, Captain Jack. Yes, yes. Be good, Marianne. So, jetzt kann er in Frieden gehen. Das sieht so aus, diese Effekte, die gerade ja, von seinem Körper hochgehen, ne? Okay, interessante Sequenz. Ich fand es gar nicht so schlecht. Nö, überhaupt nicht. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. Stell ich mir schwierig vor. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like okay, das ist wohl nicht das erste Mal, dass sie das dann auch gemacht hat. Und oder das zweite. Deswegen arbeitet sie da. Jetzt schon wieder dreckig im Gesicht. Nee, das sind die Narben hier unten, hast du gesehen? Man sieht die Verbrennungsnarben hier unten am Hals. Bei mir sieht man nur nicht mal den Hals, wenn ich so mache, weil der Bart so lang ist. Bei mir sieht man den Hals nicht, weil ihm nur Spick ist. Hals? Oh, ich glaube, ja, wenn es nicht sowieso generell schon so wäre, aber da wäre ich erst recht Alkoholiker, wenn ich diese Gabe hätte. Darauf muss ich mir erstmal. Das stimmt wirklich. Also das, finde ich so auch nicht. Oh, das Bettphone. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. Immer diese mysteriösen Leute. You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. Oh. What did you say? Ich war Arya Stark vom Anfang. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Okay, also geht's hier um eine biblische Katastrophe. Die ganze Welt ist in Mitleidenschaft gezogen. Vielleicht. So würde ich es jetzt interpretieren. Was er da sagt, der Thomas. Ach, guck mal. Blooper finde ich gut. Also Daumen. Das ist hier von dem Gegner von Mario, wird das programmiert, das Spiel. Den Vorspann finde ich jetzt schon geil. Mhm. Dröhnt so richtig.
haltet eure Stadt sauber. Ist das Warschau? Ja, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon. Ich meine, das wäre Warschau. Boah, die Wippe sah gefährlich aus. Das ist der wahre Horror. Das wäre geil, wenn das später auch so wird, dass man jetzt einfach von so Tauben attackiert wird. Kommt vielleicht noch, warum zeigen so viele Tauben? Wie bei Resident Evil die Krähen, ist das dann? Ja. Oder war das Venedig? Ich mag das Design von dem Title Card. Mhm. Das ist Medium dann. Ich finde das so Medium. Mir ist gerade noch was anderes eingefallen, aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Aber wenn das ein Horrorspiel ist und diese Ansicht von gerade kommt, ist das dann ein Splitscreen? Ja, auf jeden Fall geht das Spiel jetzt weiter. Ein Achievement. Das sehen nur wir. Aber die anderen haben es gehört. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Ihr Helm sieht geil aus. Ja. Kann man gar nichts durchsehen. Sie ist Street Hawk. Aber nur sie, das Motorrad eindeutig nicht. Nee, das Motorrad ist nicht Street Hawk. Das ist Street Dorf. War ja gerade genug zu sehen bei den Viechern. Das ist Street Moped. Street Pigeon. Ja, auf jeden Fall bester Treffpunkt. Spiel hat trotzdem immer so ein paar Frame-Aussetzer. Mhm. Das ist auch bestimmt der Grund, warum sie gerade einmal kurz verschwunden ist. Kann sein. Auch eine Aufnahme, da ruckelt es auch. Leider. Aber es ist schon runtergesetzt von den Settings. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Das hat sie gespürt. Dafür muss ich kein Medium sein, wenn ich mir das da so angucke. Guck mal nochmal kurz einmal in die Settings rein. Also ich finde schon, dass es jetzt echt ein bisschen stark ruckelt. Ich habe schon alles hier auf so niedrig wie möglich gemacht, ey. Ich glaube, niedriger geht nichts mehr. Nee. Ja, muss so weitergehen, leider. Das Spiel selbst läuft ja recht flüssig. Es ist halt bloß wirklich... In dem, was wir euch zeigen, nicht so schön. Aber guck mal, dann gehen wir lieber erstmal hier rein, ne? Wenn da der Weg auch weitergeht. Ich dachte, von hier drin wäre es schon... Ich dachte auch, dass du von da aus weitergehen müsstest. I guess not. I guess not. So, was haben wir denn hier? Ein Bild. Neva lässt grüßen. Du würdest es hier lieben, Schatz. Es gibt eine tolle Kindertagesstätte und einen kostenlosen Malkurs. Hier sind viele Familien und das Hotel ist riesig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich wünschte, du wärst hier. Ich vermisse dich. F. Der Friedrich war das. Hm. Ferdinand, okay, wir haben keinen Gegenstand mehr. Gelange durch das Tor ist übrigens unsere Aufgabe. Gucken wir mal, ob wir okay, da das schaffen wir nicht. Ich würde sagen, wir brechen ab. Wie soll das gehen? Kann man hier eigentlich irgendwelche so Aktionen wie springen oder sowas? Das Druck ist aber im Spiel bei uns auch ziemlich, ne? Das finde ich schon hart, eigentlich. Ja. Aber ich glaube, solche Sachen wie Springen und so weiter, das wird es nicht geben, nee. wenn die jetzt so ein Resident Evil Gameplay kopieren. Gibt es denn hier noch irgendwas? Mich wundert es halt tatsächlich, dass wir... Ach, guck mal da. Da ist das Tor. Aber dann hättest du vielleicht doch nochmal... Ja, ja. Ah, okay. Ist auch abgeschlossen. Wir können doch nichts machen. Wir müssen also einmal da rum. Sollen wir mal kurz einmal hier, ob dann irgendwas leuchtet? Guck mal da. Steht da Hugo? Ja, hier haben die damals diese Show gemacht. Hugo. Wo man anrufen konnte. Hm. Die 1! Död! Die 1! Död! Jetzt sag nicht, dass der Schlüssel im Mülleimer liegt. Nein, wir klettern da drüber. Ich find's viel geiler, wenn der Schlüssel. Aber warum? Guck mal, ich muss die ganze Zeit für alles mal X drücken. Warum muss ich jetzt Y drücken?
Es macht doch keinen Sinn. Vielleicht ist X alles, was man betrachtet, und Y ist, was. Nee, Sachen was man aufheben mache ich ja auch mit X. Deshalb finde ich das irgendwie komisch. Lange durch das Tor. Das wurde durchgestrichen. Wir haben das gar nicht geschafft. Wir sind nicht durch das Tor gelangt. Ah, guck mal, jetzt kann ich laufen. Okay. So läuft sie. Was hat sie denn für eine Körperhaltung beim Laufen? Boah, diese Autos, die fand ich als Kind mega geil, hab ich geliebt. Fiat Panda. Ist das nicht sowas? Nee, das ist was anderes, glaube ich. Aber sowas ähnliches halt. Mhm. Fiat Polska halt. Ja, so hat man den inoffiziell genannt. Ja, ja, das ist sowas wie ein Fiat Panda. Ich glaube, bei uns hießen die Panda. Die haben, glaube ich, zig verschiedene Namen. Ein Panda ist noch was anderes, glaube ich. Ja, so ähnlich, aber. Ein Panda ist so ein schwarz-weißer Bär. Ah. Mit dem kann man gar nicht fahren, ne? Mit dem kann man nicht fahren. Der kann gar nicht, das geht gar nicht, der passt doch gar nicht rein ins Auto. Und in Gefangenschaft paaren die sich nicht so gerne. Alter, jetzt weiß ich schon nicht mehr wohin. Guck mal, hier gestartet. Also rechts oder links? Einen muss ich dir aufschlitzen. Links. Also da, wo ich gerade langgelaufen bin. Ja. Einen muss ich dir aufschlitzen. Alter, das Rennen geht mir jetzt schon auf den Sack. Guck mal, das ist der Unterschied. Ja. Vor allem finde ich ihre Haltung so herbe lachhaft. Was ist das für ein altes Ding? Das freut mich auch. Was ist das für Mist, den ich hier sehe? Was ist, Computer, was ist das für ein Mist, den ich da sehe? People can be such bastards sometimes. No wonder history keeps biting us in the ass. Ich kann das auch nicht drücken, solange sie labert. In Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs, 1939 bis 1945, für die Töchter und Söhne des Landes. Hier ruhen die Gefallenen, um uns daran zu erinnern, dass die ganze Erde ihr Grab ist. Da sind alle Leute, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind, begraben. Das ist aber krass. Unfassbar. Was denn? Volker. Kann man hier noch weitergehen? Ne? Das war jetzt alles zu früh? Das war alles, was hier ist. Ja, dann kannst du jetzt den rechten Weg nehmen. Boah, warum? Ey, wer hat das animiert, wie die läuft? Ihre G-Animation ist ja vollkommen in Ordnung, aber das sieht echt schlimm aus. Guck dir das mal an. Warum schläft die dabei ein? Das sieht so schlimm aus. Oh, guck mal hier. Von Animation. Wo kommt der denn her, ey? Das ist ein Augapfel. Ja. Von einem Einhorn. Ah, Mist, ich hab reingeguckt. Sie darf mir jetzt einen Schlag auf den Arm geben. Ja. Ah. Hello. Das ist ein Fußspuren hier? Ne, guck mal da. Da ist aber, ja, das. Das. Ansehen, L. Ja, ja, das ist bewegen einfach nur. Hm. Aber ich check's nicht. Und jetzt? Okay, die gehen halt einfach da lang. Hier hören sie auf, oder nicht? Ich schneid's nicht. Hier erstmal. Okay, geh noch weiter. Die sind aber schlecht zu sehen. Hm. Das Kinderfüße? Ich dachte erst, das wäre von der Katze auch. Das sind doch Menschenfüße. Ja. Das Pad vibriert unheimlich krass, wenn man das macht hier. Sind das auch die Macher von Blair Witch? Ja. Die mögen Wälder, oder? Ja. Aus. Ich schätze mal, ich muss jetzt diesem Fußspuren hier weiter folgen, ne? Aber gleich treffen wir diesen belgischen Schäfer und den er hatte bei Blair Witch. Geht's weiter hier? Da ist was. Das ist ein Baum. Da ist was. Was ist das? Ein Handabdruck. Und die Füße gehen links weiter. Guck da, das sind doch keine Katzenfüße. Nein, das sind Menschenfüße. Ich kann doch Menschenfüße von Katzenfüßen unterscheiden. Ja. Die kann man aber ganz beschissen folgen, ey. Das sind, die Mechanik ist ein bisschen wie bei The Witcher 3, wenn man Fußspuren und so Spuren verfolgt. Ja, oder wie bei Batman. Oder wie sie alle heißen, da ist so ein Handabdruck wieder am Baum. Jetzt mal ganz ohne Scheiß, ne? Wie kann hier ein Handabdruck sein? Welche komische.
Wie ist dieser Mensch angeordnet? Da ist ein Handabdruck und hier ist der Fußabdruck. Ich glaube, das ist das Kleinkind von Dalsim. Ja. Haben wir mal ein bisschen mehr. Wie lang? Ich würde sagen, da durchs Tor. Ja, da auf die Treppen bitte. Ich mag also diesen atmosphärischen Soundtrack, den mag ich ganz gern. Finde ich auch schon ganz gut. Ihre Laufanimation mag ich überhaupt nicht, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Okay, da ist gar nichts. Ich kann da nicht weiter. Kommt ja hoffentlich klar. Da gehen die Füße weiter. Mal hier. Mal jetzt durch. Warnung. Aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine wurden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen Untersuchung ausgesetzt. Der Hund an der Leine hatte keine Beine. Wo ist der Hund? Untenrum wund. Genau. Something happened here. Ja, hier ist etwas vorgefallen. Da sind alte Gebeine ausgegraben worden. Ja, das stand da schon. Hier ist etwas vorgefallen. Ist das hier jetzt, spielen wir jetzt Tomb Raider? Ja. Okay, jetzt kommt wieder diese Spaltung, oder?